Hallöchen und herzlich willkommen zum 20 Abonnenten-Special. Yay. Hier auf Milchfurcht. Ich habe heute einen Gast eingeladen, den kennt ihr von Erd und Bär TV. Der Erd. Das ist Erd, bekannt durch GTA Online, Rocket League, Little League. Und allen anderen League-Spielen. GTA League stimmt ja nicht. Was? GTA League was? GTA League gibt's leider noch nicht. League. Und League of Legends fangen wir jetzt gar nicht an. Oh Gott. Wir spielen das Spiel, ich hab noch nie. Regeln ganz einfach. Einer von uns nimmt immer eine Karte. Wir haben beide Gummibärchen. Ihr seht ja, die das. Schon leer sind. Die er schon gegessen hat, leider. Da hätte er ja schon verloren. Du musst mir aufs Spiel, genau. Und es ist ganz einfach. Also jeder liest eine Karte vor. Ich habe noch nie einen Popel gegessen zum Beispiel. Und wer schon mal einen Popel gegessen hat, der muss halt ein Gummibärchen essen. Und ein Popel wäre besser, oder? Nee, ein Popel wäre nicht lecker. Auf jeden Fall geht es dann so weit. Wer am Ende noch Gummibärchen über hat, also wenn ich jetzt nur, wenn er zum Beispiel noch einen hat und ich habe keinen mehr, hat er gewonnen. Und umgekehrt. Oh. Erd gewonnen. Ach, das passt schon gar nicht. Ich weiß. Ja. Das sieht aus, wenn man schwitzen würde. Ja, wir glänzen, weil das Licht, wir glänzen im Erfolg. Nee, keine Ahnung. Wir haben hier so eine Lampe aufgebaut. Hier seht ihr es, meine Hand ist... Meine Augen! Ja, es ist ein bisschen heller, aber wenn man es ausmacht, ist es zu dunkel. Also hier sind die Karten, ich würde mal sagen... Lass mir erstmal die Hälfte runterfallen, ich mische einfach mal. Und kleine Begrenzung, weil das sind auch sechs Fragen, die darf man bitte weg, okay? Okay. Weil ich will es dann doch nicht zu privat machen. Das können wir vielleicht bei 50 Abonnenten machen. Oder bei 100. Bei 100 auf jeden Fall. Bei 100.000 meinen wir, ne? Ja, ja, ich rede auch von 100.000. Es gibt keine Halten mehr hier. Nee. Gibt keine halben Dinger mehr. Keine halben. Okay. Hier ist die Box. Wer fängt an? Machen wir mal Ching Chang Chong, wer anfängt? Ching Chang Chong. Ching Chang Chong. Ja. Auch Schere. Gar nicht, was du gemacht. Nein, du fängst an. Das heißt, ich nehme es eins. Du nimmst die obere Karte, okay, und suchst dir eins von beiden aus und liest vor. Nee, da gibt es zwei. Ja. Hä, da gibt es noch eins. Ist das ein langes oder was? Das ist, glaube ich, nur ein Werbung-Ding, oder? Du hast den untersten Zettel. Was? Alter. Das ist nur der Werbungszettel. Was? Ich denke mir so, hä, was will der von mir? Zwei? Was? Probier's mit dem hier. Oh, das wäre voll super. Ja. Also ich darf das nicht, dass das, warte mal. Such dir einen. Also, ich habe noch nie einen meiner Eltern wirklich betrunken erlebt. Ich nicht. Nee, hast du schon mal einen deiner Eltern? Nee. Man trinkt keinen Alkohol. Nee, also meine Mutter trinkt auch keinen zum Beispiel, mein Vater trinkt eigentlich auch keinen mehr. Okay, war ja, also noch keiner Verluste. Noch nicht. Ich darf einen mit draufkühlen, also egal. Ich sehe das so halb. Ich habe noch nie Schadenfreude verspürt, als ich hörte, dass einer Person, die ich nicht mochte, etwas Schlechtes passiert ist. Was nochmal? Ich habe noch nie Schadenfreude verspürt, als ich hörte, dass einer Person, die ich nicht mag, etwas Schlechtes passiert ist. Ist das, wenn es so ist, dann muss ich das essen. Ja. Beide. Werde nicht eigentlich, ne? Das halbe ist jetzt eat, ey. Was Schmatz schmeckt das? Es ist beides über Sex. Ja, obwohl es obere, das ist ja klar, dass du schon mal gemacht hast. Ja, werde nicht. Was du Sex spielst, Mann. Werde nicht, Mann. Ist auch nichts. Ich zum Beispiel. Was? Ich habe noch nie. Was? Doch, nee. Ich habe noch nie absichtlich etwas geschluckt, was ich damals nicht. Was? Nochmal. Dass ich nicht. Niemals. Ja, fang von vorne an. Okay, sorry, ich bin gerade durcheinander. Ich habe noch nie absichtlich etwas geschluckt, das ich niemals wieder schlucken würde. Was ist das Unterste? Ich habe noch nie absichtlich etwas geschluckt, das ich niemals wieder schlucken würde. Heißt, ich habe noch nie was geschluckt. Heißt, ich habe schon mal was geschluckt. Was du nicht schlucken darfst. So wie Erde oder sowas. Ja, genau. Aber also Erde darfst du theoretisch. Das darfst du, ja. Aber eigentlich... Würde, also was du, wo du schon weißt, das werde ich nie essen, aber ich probier's halt mal. Dann, ach so. In dem Sinne ist Nein. Das gemeint. Ja, ich eigentlich auch nicht. Ich weiß ja, was schmeckt und was nicht schmeckt. Ich würde nicht irgendwas essen, ich habe mein Fernsehen mal gegessen, aber... Ich habe noch nie nach dem Aufwachen gedacht, scheiße, wo bin ich denn hier? Ja, noch nicht passiert. Obwohl jeden Morgen...
Also eigentlich hat es wie betrunken sein, hat wieder was zu tun, aber... Ja, ich kenne ein paar Leute, die würden da wahrscheinlich schon anders antworten. Nee, ich weiß ganz genau, dass wir weiter essen müssen. Das macht doch... Okay, ich habe noch nie ein Telefonat von mehr als 3 Stunden geführt. Geht das Telefonat auch mit Skype und PS? Ja. Also ja, ja. Okay. Jedes Let's Play halt. Ja. Das andere habe ich mir gar nicht durchgelesen. Ich habe noch nie mehr als 24 Stunden am Stück Fernsehen geschaut. Ich guck nicht mal 5 Minuten. Ich guck, wenn überhaupt, eine Stunde oder zwei am Tag, das reicht. Wenn überhaupt. 24 Stunden, hä? Wer kriegt denn das hin? Ich kenne einen, die würden es, glaube ich, hinbekommen. Ja, hier. Danke. Ich habe noch nie Kokain probiert. Nicht? Nein. Ich auch nicht. Zum Glück nicht. Wer will denn sowas probieren? Das wär dir fast passiert nach Ibiza. Oh Gott. Aber... Da müssen wir beide essen. Mach. Ich habe noch nie das Foto eines Prominenten mit zum Friseur genommen, weil ich genau dessen Haarschnitt haben wollte. Barney Stinson. Ja, Ted Mosby damals. Ja. Gilt das Essen? Er schämt sich so sehr, dass er es runter will. Wo ist es denn hin? Auf unserem Stuhl. Ah, da liegt es. Es ist gerade ein weißes gewesen. Es ist einfach. Warte, da hängt gerade ein bisschen Dings dran. Komm, ja, rüber hier. Ja, warte. Da hängt ein bisschen Haare dran. Egal, kann man auch essen. Das sind Sackhaare oder so. Katzenhaare. Sackhaare? Das ist hier ein Sack oder was? Hier immer so. Oh Gott. Ich habe noch nie in der Badewanne gepupst. Habe ich überraschenderweise noch nie. Hast du oder was? Nein. Ja, natürlich. Wer nicht? Vielleicht als Baby, das weiß ich ja nicht. Achso, musst du doch essen. Nein, weil ich dann nicht weiß, ob ich... Okay. Also bewusst habe ich noch nie in der Badewanne gefurzt. Ich habe es ja ein paar Mal gemacht, irgendwie früher, wo ich so ein Kleinkind war. Als Kind war ich nicht halt in, die Frage erübrigt sich, als Baby war ich nicht in der Badewanne, das wäre ein bisschen skandalmäßig. Es gibt so kleine Badewanne für Kinder. Ja, aber doch nicht so eine große. Na ja. Ich habe noch nie etwas Fieses über jemand anderen an die Wand oder Türe der Schultoilette geschrieben. Ich habe noch nie was hingeschrieben. Ich auch nicht. Ich bin noch nicht mal auf einer Schultoilette gewesen. Ich gehe nicht auf die Toiletten. Ich hasse die. Die sind ekelhaft. Ja, mega ekelhaft. Ich habe noch nie jemanden gleichzeitig gehasst und geliebt. Nee. Hast du mal jemanden gehasst und geliebt? Gleichzeitig? Nein, gleichzeitig geht gar nicht. Geht schon. Okay. Aber ich habe es auch noch nie. Okay. Ich habe noch nie jemanden vor Wut ins Gesicht gespuckt. Nee. Habe ich auch nicht. Ich bin doch kein Ghetto 1. Ja, richtig. So mega riesig. Ghetto 1. Ich will das mit mal schwitzen. Hä? Ich habe noch nie versucht, das Passwort einer anderen Person zu bekommen, um heimlich deren E-Mail zu lesen. Habe ich noch nie gemacht. Warum sollten wir es tun? Das ist der Privatzeug, also wir sollten das dann... Es gibt Leute. Hacker. Cracker. Wollen auch keinen Blatt mit drin haben. Ich habe noch nie einen Autounfall gehabt. Ich habe kein Auto. Ja, warst du schon mal in einem Auto dabei, wo ein Unfall passiert ist? Also nicht, dass ich wüsste. Ach, super. Oh. Okay. Als Baby einmal. Oh. Dann bin ich vom Roller mal gefallen. Ja, stimmt, in der Fahrschule. Mhm. Oh. Und im Winter bin ich mal gegen was gerutscht, aber nicht fest. Also es war leicht. Erste Fahrjahr, wenn du so willst, also mit 18. Auto fahre ich immer noch. Okay. Also das Auto. Ich weiß nicht, ob das. Okay. Ich habe noch nie einen TV-Auftritt gehabt. Gilt auch TV Total? Waren wir da drin? Waren wir da? Ah, du warst ja auch bei dem Hochwasserding, ne? Ich war auch in Prag im Fernsehen. Stimmt. Du warst auch im Fernsehen, BR. Ah, stimmt. Nicht BR, sondern... Ja, stimmt, ich war auch letztens auch noch im Fernsehen. Bayerischer Rundfunk war ja. Och Mist, das habe ich ganz vergessen. Nee, das mache ich nicht, weil das habe ich auf jeden Fall schon. Ja. Ich habe noch nie eine Abfuhr erhalten, wenn ich mit jemandem ausgehen wollte. Ne. Ich krieg alles, was ich will.
Ich habe noch nie das Etikett eines Kleidungsstücks entfernt, nur weil es an einer Billigmarke war. Nee. Nee, aus dem Grund habe ich es nicht entfernt. Meistens juckt es einfach irgendwie oder hängt da so blöd rum. Ich habe noch nie mehr als 3 Nächte durchgefeiert. Nee, 3 Tage habe ich noch nicht durchgefeiert. 3 Tage. Wach. Okay, das lasse ich nicht vor. Ich habe noch nie üble Gerüchte über jemanden in die Welt gesetzt, den ich nicht leiden könnte. Konnte. Nee. Nee. Ich bin zu brav, ich merke schon, ich bin immer zu brav. Ich habe noch nie einen und denselben Film mehr als 15 Mal gesehen. So genau kann man es eigentlich gar nicht rausfinden, ne? Doch, wenn du einen Film ziemlich oft guckst, dann hast du bestimmt 15 Mal locker. Aber ich glaube eher nicht. Hey, 15 Mal nicht. Ich guck gar nicht. Also Harry Potter gucke ich vielleicht, keine Ahnung, habe ich ewig nicht mehr geguckt, seit 5 Jahren oder so. Früher habe ich mal irgendwie jedes Jahr einmal geguckt, aber es kommt auch gleich nicht so 15 hin. Ja, wenn du jedes Jahr guckst, so halt, der ist ja noch nicht mal 15. Ich bin 13. Der ist 13. Ja, habe ich eigentlich, ich gucke ganz selten Filme, um ehrlich zu sein. Ich gucke eigentlich viel, aber immer andere. Ich, nee, ich habe nur Sky Bundesliga Paket, die Filme habe ich nicht abonniert. Ich habe noch nie gesagt, die Verbindung ist schlecht, nur um mein Telefonat zu beenden. Muss ich jetzt überlegen. Ich habe es noch nie gemacht. Nur um ein Telefonat zu beenden? Ja. Nee, dann habe ich es auch nicht gemacht. Wenn sie wirklich schlecht war, habe ich es gesagt. Ja, das ist klar. Wir sind so brav für das Spiel. Hier geht ja letztes Mal. Schlägt. Das ist wieder hier sehr, privat. Das Erste. Ja, ich weiß es ja. Alter. Ich habe noch nie in der Nase gebohrt und den Popel anschließend an meiner Hose abgewischt. Die Popel gehören nicht an die Hose. Die gehören in die Nase. Oder ins Tempo. Die gehören wieder in die Nase. Ein Nasenloch raus, in der andere wieder rein. Klapp, klapp. Ich habe noch nie einen handfesten Streit mit einem Freund bzw. Freundin in der Öffentlichkeit gehabt. Nur privat. In der Öffentlichkeit? Was zählt als Öffentlichkeit? Wo es mehr als 10 Leute hören. Sagen mehr als 10, die dann. Nee. Oh Gott. Ich habe noch nie so viel getrunken, dass ich bereits vor 1 Uhr mittags betrunken war. Was, vor mittags? Boah, wer macht denn das? Ich kenne einige wahrscheinlich, die es wirklich machen. Geld nachts, also so um 1 Uhr auf vormittags? Nee, ne? Vormittags? Nee, vor 1 Uhr vormittags. Egal. Okay, muss ich das erste lesen. Ich habe noch nie mehr als 2 Tage im Krankenhaus verbracht. Ich habe noch nie 1 Stunde im Krankenhaus verbracht. Natürlich, bei der Geburt. Ja, das gilt aber nicht, sagen wir mal, okay? Nee, da müssen wir beide essen. Ja, richtig, deswegen ist ja sinnlos. Oder wir essen beide einen einfach und dann ist gut. Machen wir noch einen weniger. Das ist der Sinn des Spiels, da kommen wir eh nicht vorwärts. Wie glitschig bei mir. Ach, die klebt noch. Wie glitschig bei mir. Wie glitschig bei mir. Das letzte wieder, Alter. Das ist unfair, weil du nichts fährst. Ich habe noch nie einen Strafzettel wegen so schnellen Fahrens bekommen. Ja, habe ich auch noch nicht. Ja. Ich habe noch nie Mariana geraucht. Marianne? Marianne. Marihuana. Ich auch noch nie geraucht. Ich habe noch nie einem Kellner oder einer Kellnerin gesagt, das Essen sei wundervoll gewesen, obwohl es abscheulich war. Ich sag meistens gar nichts, wenn es scheiße war. Also? Wenn, doch, also es gibt ja oft Kellner, die fragen nach, hat es geschmeckt? Dann sagst du eigentlich automatisch immer, ja, war gut. Obwohl ich beschwere mich eigentlich schon relativ häufig, dann ich sag dann einfach, nee, da war was nicht so gut. Ich sag, glaube ich, eher gar nichts. Und ich sag die Wahrheit. Du sagst die Wahrheit. Ich sag die Wahrheit. So, nächster. Jo. Boah, das ist ein langer Text, mit der ich nicht vor. Hä? Warte mal, das ist wieder so ein... Ach so, nee, warte, hä, was? Ganz ehrlich, das check ich nicht. Das check ich nicht. Das ist wieder so eine Rückkarte, kann das sein? Warte, einmal ein Fragezeichen und warum? Einmal... Warum? Das ist dasselbe nochmal, du Mongo. Warte mal. Was? Wieso kriegt die immer ich? Alle guten Dinge sind drei. Ich habe noch nie so viel getrunken, dass ich nicht mehr nach Hause gefunden habe.
Doch, ich finde relativ schnell heim dann. Ich auch, mein Handy hat vibriert. Gerade eben? Ja. Dann geh mal ran. Nö. Okay. Mein Handy hat auch vibriert. Ich habe noch nie hinter dem Kühlschrank sauber gemacht. Nein. Hab ich auch noch nicht. Wer macht denn das? Ich habe gar keinen Kühlschrank. Ich habe einen, aber ich habe auch den noch nicht sauber gemacht hier. Ich habe noch nie eine Live-Übertragung am Fernseher mitgemacht. Scheiße, habe ich doch. Nee, habe ich nicht. Live nicht. Live-Übertragung mitgemacht. Nee, ne? Das ist unsere. Natürlich, jeder hat schon mal eine Live-Übertragung gesehen. Mitgemacht. Teilgenommen. Teilgenommen? Im Fernseher. Also im Livestream gilt das nicht, was wir hier machen. Nee, also, nee, wenn nee, das nee. Machen würden. Ja, du hast doch bestimmt schon mal eine Live-Sendung geguckt, oder? Teilgenommen, dass du dort bist. Achso, teilgenommen? Nee, nee, dann nicht. Nee, TV Total wird aufgezeichnet. Ja, richtig, wird aufgezeichnet, ein paar Stunden später. Ich habe noch nie beim Duschen gepinkelt. Ganz ehrlich, habe ich nicht gemacht. Ganz ehrlich? Ich auch nicht. Ich gehe mal vorher oder danach. Wieso nicht während beide? So ekelhaft, schließt in den eigenen... Das ist echt widerlich. Also wer das macht, schämt euch. Oh. Ich habe noch nie jemanden am großen Zeh gelutscht. Warum? Bei Lutschen, ey, das ist wieder Fetisch oder was? Uns gehen langsam die Karten aus. Ja, irgendwie schon. Wir haben noch beide vier. Ich habe noch nie eine Spritztour in einem Fahrzeug gemacht, für das ich keinen Führerschein hatte. Nein. Ich auch nicht. Ich habe ja einen Führerschein. Ja, richtig, ich habe keinen. Aber wieso soll ich denn fahren, wenn ich keinen habe? Ich will ja nicht angehalten werden. Ich habe noch nie Handschellen in mein Handgelenk getragen. Im Kindergarten vielleicht noch. Plastikhandschellen zählen die so von Wildwesten. Wollen wir es gelten lassen? Dann müssen wir wieder einen essen. Ja, ja, vielleicht, mal ja lass mal gelten. Hast du noch vier, ne? Ich habe noch drei jetzt. Oh, ich auch. Ja, jetzt noch drei. Das ist jetzt auch knapp am Ende. Ich habe noch nie Kondome gekauft. Also erstmal noch. So. Erstmal die Dinger leer ballern. Okay. Ich habe noch nie so viel getrunken, dass ich aus einer Bar oder Disco geworfen wurde. Nee. Ich habe noch nie ein Tattoo machen lassen. Habe ich auch noch nicht vor gehabt, eigentlich. Eigentlich. Beide Sex. Oh ja. Ich hier nur zweimal so Rabatt? Sex. Nee. Ich hab nie Rabatt in der Hand gehabt. Natürlich, klar. Warte mal. Ich habe noch nie etwas aus der Schule oder aus der Arbeit mitgehen lassen, also geklaut. Nur. Nee. Geklaut ist doof. Ja. Ich habe noch nie als Fahrer einem anderen Verkehrsteilnehmer den Stinkefinger gezeigt. Nee, ich bin leidig. Ich brülle, aber nein. Also Mittelfinger zeige ich nicht. Nee, blöd. Ich habe noch nie so viel getrunken, dass ich den ganzen kompletten Tag, folgenden Tag, im Bett verbringen musste. Nö. Halloween 2013? Da war ich nicht mehr. Ich war nicht. Ich auch nicht. Ich wollte mal was erwähnen. Ich habe noch nie eine Situation erlebt, in der ich so tun musste, als sei ich total nüchtern, obwohl ich sturzbetrunken war. Mhm. Nee, habe ich auch nicht. Es war zu lange. Ja, ich überlege immer, nee, aber. Nee. Ich war eigentlich noch nie sturzbetrunken. Sturzbetrunken? Also, so richtig sturzbetrunken war ich noch nicht. Hast du gekotzt oder so, dass ich dann sturzbetrunken war, oder was? Nee, wenn du einfach und ich durch die Gegend fliegst und so. Okay. Ich habe noch nie eine Zahnbürste eines anderen benutzt und ihm das nicht gesagt. Nö. Finde ich dann an, dass er was dran haben, ey. Wer macht sowas denn? Ich habe noch nie eine Hochzeitsrede gehalten. Hm. Ja, ne. Aber wird wahrscheinlich sein, wenn wir mal heiraten. Ja, vielleicht. Vielleicht lade ich dich ein. Ich habe noch nie während eines Fluges zu Gott gebetet. Nur um damit, damit auf der sicheren Seite zu sein. Flug stand der steht. Beim Flug? Ja, nur beim Flug. Woanders ist dann egal. Flug? Nee. Ich hab keinen Flugangst.
Ich schon, aber das mache ich auch nicht. Dann. Ja. Ich habe noch nie ein anderes Auto beschädigt und anschließend Fahrerflucht begangen. Ist der Menschenknoss? Eventuell. Eventuell. Ich habe noch nie das zweifelhafte Vergnügen gehabt, von einem Hund gebissen zu werden. Er wurde noch nie von einem Hund gebissen. Jeder hat schon mal ein kleines Knabberli von einem Hund bekommen. Ja, es geht aber zwicken und nicht beißen. Achso, nur nee, beißen an dem, in dem ja. Sinne nicht. Nee. Von dem Welpen mal gekniffen, aber ja, sonst. Richtig. So ein bisschen so richtig und gezogen. Ne. Ich habe noch nie mit Freunden die Minibar eines Hotels gelernt, nur um betrunken zu sein. Ach so. Um betrunken zu sein nicht. Naja, gelehrt haben wir schon. Gelehrt haben wir schon öfter. Ich habe noch nie einen wirklich skurrilen Ort geschlafen. Eigentlich nur mein Bett oder in einem Zelt. Das ist schon skurril genug. Ich eigentlich auch nicht. Was ist das für gemeint? Irgendwie auf der Straße oder was? Ich habe noch nie diesbezüglich geflunkert, mit wie vielen Personen ich tatsächlich geschlafen habe. Habe ich auch noch nicht geflunkert. Nee. Muss ich nicht? Du hast gerade gelesen. Achso. Erstmal schon mal lesen. Ja. Hä? Ich habe noch nie an meinen Ellenbogen lecken können. Kann ich nicht mehr. Kann es auch nicht, um ehrlich zu sein. Ich habe noch nie die Notrufnummer 112 gewählt. Ja. Ich auch nicht, ich habe noch nie die Feuerwehr gebraucht. Zum Glück. Also wieder. Ich habe noch nie einen Film verpasst, weil ich im Kino eingeschlafen bin. Nö. Passt, aber nicht. Echt? In deinem Film, da wo du mich mal mitgeschleppt hast, bin ich eingefallen. Zuckerfahren? Mhm. Nee, der war so langweilig, der Film. Furchtbar. Ich habe noch einen. Ich habe noch zwei. Ich habe noch nie Geld von meinen Eltern geklaut. Ja. Nur von mir selber aus der Sparbüchse. Vom Schwein. Die hab ich geknackt. Ich habe noch nie in den vergangenen 2 Jahren mehr als 2 Wochen keinen Tropfen Alkohol angerührt. Ja, ich auch nicht. Ich auch nicht. Was nie? Warte mal. Und was denn? Ach so. Dass du wöchentlich trinkst, oder was? Nee. Ja. Nee, mach ich eigentlich nicht. Also, Den check ich nicht. Wir haben noch nie. Nee. Ja, egal, ich versteh's gerade. Wahrscheinlich jede 2 Wochen muss man einmal getrunken haben. Ach, keine Ahnung. Oh, da musst du was essen. Mhm. Ich habe noch nie eine Party nach 10 Uhr morgens am Folgetag verlassen. Immer bei mir, wenn er Halloween feiert, geht er erst um 11 Uhr am nächsten Tag. Hä? Ja, wenn du hier übernachtest. Wenn wir Halloween-Party feiern, bleibst du über Nacht meistens. Dann kommst, stimmt. Dann gehst du um 11 Uhr so heim. Jetzt haben wir 1-1. Oh Gott. Jetzt müsste erst kommen, wo wir beide essen müssten. Dann haben wir unentschieden, so langweilig. Ich habe noch nie meinen eigenen Namen gegoogelt. Hast du schon mal? Jo. Ich auch. Ja, Milchfurcht habe ich mal gegoogelt. Nee, deinen eigenen Namen hast du sicher mal gegoogelt. Ich habe keinen eigenen Namen. Jeder hat den Namen schon. Ja, dann haben wir mal unentschieden. Ja, ich weiß. Wer das? Nein, einfach weiter. Okay. Ich habe noch nie ein Wort, das ist aber auch schon beide mit einem Prominenten gewechselt. Haben wir. Beide, Bodo Bart. Oder Caroline Kebekus. Oder Caroline Kebekus oder Micky Beisenherz. Oder mit wem habe ich noch so geredet? Mit einigen. Ich habe noch nie gerufen, schnell hol den Krankenwagen. Nein. Du sollst die Karten nicht essen. Ich habe noch nie meinen Kopf in einen Kopierer gesteckt und eine Kopie von meinem Gesicht gemacht. Warum sollte man das tun? Den Po habe ich schon mal gar nicht gemacht. Du kriegst die Karte gar nicht mehr. Ich habe noch nie in einem Restaurant die Zeche geprägt. Geprellt. Was heißt das? Also hast du nicht bezahlt. Nein, ich habe überall bezahlt. Ja, ich auch. Ich habe noch nie so heftig gelacht, dass ich mir deswegen die Hose gemacht habe. Nee, habe ich mir nie die Hose gemacht. Wieso denn? Außer als Kind, aber dann halt nur wegen
Wegen dem Lachen. Ja. Traubensaft. Ich habe noch nie jemanden mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Nö. Ne, mit der Faust habe ich auch noch nie ins Gesicht geschlagen. Und so. Ich habe noch nie den Geburtstag eines Familienangehörigen vergessen. Nö. Jetzt wird's langweilig. Ich habe noch nie ein und dieselbe Unterwäsche länger als 3 Tage getragen. Nein. Habe ich auch nicht. Die wird gewechselt. Ich habe noch nie etwas vor einem Flug getrunken, nur um meine Nerven zu beruhigen. Nö. Kein Flug. Obwohl ich ganz ehrlich glaube, ich vor dem Teneriffa-Rückflug echt Alkohol gebraucht hätte, weil das war ja eine Schlapphase. Spaß. Was? Ich habe noch nie mit einem Haustier über meine privaten Probleme gesprochen. Herzlichen Glückwunsch. Mit der Katze so. Hallo. Ja, ich habe heute Nacht nicht mit dem Schlaf. Schön, so schön, dass du da bist. Ich hab da so ein Mädchen kennengelernt. Er macht das. Ja, okay, wer lange ist. Ich habe noch nie mit jemandem geschlafen, den ich vor anderen verleugnen würde. Wie hat man das rausgesagt? Da sind die Karten. Dann sagen wir gleich dann. Ja, eigentlich müssten wir ja eh schon beide essen. Das ist ja. Ich habe noch nie ein Gedicht oder Lied für meinen Partner geschrieben. Ja, wir haben nicht für einen Partner, sondern ich schreibe zwar Gedichte ab und zu mal, aber nur weil ich so ein selbstverliebter Typ bin. Ich habe noch nie mit dem Partner meines besten Freundes geflirtet. Nö. Ich auch nicht. So lange war das. Ich habe noch nie von einem Spiegel gestanden, ein Lied mitgesungen und dabei gedacht, vor 1 Million Publikum aufzutreten. Das hat jeder schon nie gemacht. Nein. Ich stelle mir gerade den Ernst vor in Unterhosen. So. Will ich nicht mehr selber vorstellen. Ich habe noch nie eine Beziehung zu jemandem gehabt, nur weil dieser ein dickes Auto fuhr, mir Geschenke machte oder in einer coolen Diskothek arbeitet. Nein. Ist auch ein langer wieder. Jo. Es ist wieder so ein Coupon. Wenn ich das vorlese, haben wir beide gewonnen. Verloren oder gewonnen. Du bist viel gespannt. Ich muss das aber vorlesen. Ich habe noch nie etwas in irgendeinem Wettbewerb gewonnen. Hast du schon? Ja, wir haben beide schon gewonnen. Wir haben beide schon was gewonnen. Ich möchte mal meinen teuersten Gewinn zeigen. Mein Galaxy S6 Edge. Ich habe Gutscheine gewonnen. Und ich habe auch so einen Cola-Bär gewonnen. Stimmt, habe ich auch. 2 Stück. Und ich habe bei Coca-Cola schon 2-mal gewonnen. Ja, ich habe 3 Bär. Der Weihnachtstruck da drüben. Ah ja, stimmt, weil ja früher. Wo der Cola auch dabei war. Ja, genau. Da war ich 5 oder so, das ist schon ewig her. Ja, unentschieden? Ja, machen wir unentschieden. Unentschieden, lasst uns essen. Bevor wir jetzt noch rum 5 Millionen. Wir haben 1/2 Stunde. Wow! Ich habe noch nie für 10 Gummibärchen welche eine 1/2 Stunde gebraucht. Es wird geschnitten, das Ding ist am Ende vielleicht 15 Minuten lang. Wird so sein. Bis dann. Gut ab. Tschüss. Gut ab.